Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer des offenen Kanals Stendal. Ich begrüße Sie zu dem ersten Vortrag zu der Frage, warum werden wir krank? Das Gesetz des Lebens. Dr. Horst Müller, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Weinheim bei Mannheim, wird im Folgenden zu dieser Frage Antwort geben und Zusammenhänge erklären. An dieser Stelle möchte ich mich beim offenen Kanal Stendal bedanken, der diese Vortragsreihe und die Sendung derselbigen möglich macht. Nun möchte ich das Wort an Dr. Horst Müller übergeben. Ja, vielen Dank für die Einladung hier nach Stendal. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier im offenen Kanal diese vierteilige Reihe über das Gesetz des Lebens, über die Ursache der Krankheit zu halten. Ich hoffe, dass ich in dieser kurzen Zeit dennoch einen Überblick geben kann über das, was die Tätigkeit eines Arztes ist und wie er sich an den Patienten und an die Krankheit herantastet, um hier eine Hilfestellung zu geben. Wie gewohnt ist es am besten, man fängt mit einem Fall an, um zu zeigen in der Praxis, wie das läuft. Ich möchte mit einer Patientin anfangen, die ist 29 Jahre alt, ist weiblich und sie kam zu mir als Hals-Nasen-Ohrenarzt mit der Beschwerde, dass sie seit 2 Jahren ständig Gehörgangsentzündungen bekommt. Seit 2 Jahren Gehörgangsentzündungen. So, seit 2 Jahren Gehörgangsentzündungen. Die Entzündungen treten alle 2 bis 3 Wochen auf an beiden Ohren. Dann hat sie seit 3 Jahren an beiden Kiefergelenken starke Schmerzen, so Kiefergelenksschmerzen. Die Schmerzen sind auf der linken Seite des Kiefergelenks viel schlimmer wie auf der rechten. Sie hat seit 4,5 Jahren einen zervikalen, das heißt einen Halswirbelsäulen-Bandscheibenvorfall. Dieser Bandscheibenvorfall strahlt in die linke Seite ihres Armes aus, nach links. Und das letzte Symptom, was sie bekommen hat vor 1 Jahr, ist Akne. Das sind Pickel auf dem Rücken. So, das sind 4 Symptome, 4 Krankheiten, mit der die Patientin zu mir kommt. Sicherlich kommt sie zu mir als HNO-Arzt nur wegen ihren Gehörgangsentzündungen. Und sie hat schon einige HNO-Ärzte durchgegangen, weil sie versucht hat, eine Lösung zu finden für ihr Problem. Aber was wir als HNO-Ärzte machen können, ist, wir können diesen Gehörgang behandeln mit gewissen Salben, wir können ein Antibiotika geben, das man einnimmt. Die Entzündung geht weg, aber nach 2 bis 3 Wochen kommt sie wieder. Und so ist der Patient natürlich frustriert,
weil er sagt, ja, was der Doktor tut, hilft mir, aber es hilft mir nur für eine gewisse Zeit. Es hilft mir nicht, dass ich gesund werde und die Krankheit nicht wieder kommt. So, jetzt kommt er zu mir als einen neuen HNO-Arzt und möchte von mir wissen, was kann sie tun, damit sie gesund bleibt. Weil man wird doch müde, wenn man alle 2 bis 3 Wochen zum Arzt gehen muss wegen schlimmen Schmerzen. Und die Gehörgangsentzündungen sind zwar harmlos in ihrem Dasein, das heißt, sie sind nur eine Hautentzündung auf einem geringen Anteil unseres Körpers. Aber weil der Gehörgang sehr empfindlich ist und mit vielen sensiblen Nerven versorgt ist, so tut diese Gehörgangsentzündung furchtbar weh. Zumindest das ist das, was mir die Patienten mitteilen. Ich hatte noch nie eine Gehörgangsentzündung, deshalb weiß ich es nicht, wie weh das tut. Aber manche Patienten müssen vor Schmerzen dann in die Notfallaufnahme gehen, weil sie nicht die Schmerzen aushalten können. So eine Gehörgangsentzündung, auch wenn sie eine in Anführungsstrichen kleine Entzündung ist, ist sie an einem empfindlichen Organ und tut furchtbar weh. So hat sie noch zusätzlich diese Kiefergelenksbeschwerden, den linken Arm mit der Halswirbelsäule und jetzt dann noch im letzten Jahr sind die Pickel auf dem Rücken gekommen. Jetzt kommt sie zu mir und sicherlich hätte ich als HNO-Arzt mich nur um diese Sache kümmern müssen, oder? Aber ich habe gelernt in meiner 9,5-jährigen Tätigkeit in der Praxis, dass der Mensch ein Ganzes ist. Das heißt, dass ich nicht einfach die Patienten nur auf das anspreche, was sie in meinem Fach haben. Weil das mag eine Kleinigkeit sein. Aber wenn man dann fragt nach anderen Beschwerden und eine Gesamtaufnahme des ganzen Menschen macht, so was er alles für Krankheiten hat, für Operationen, für Beschwerden, die er hatte, schon in der Kindheit, dann gibt das ein Gesamtbild über diesen Patienten, das einem hilft, die Krankheit, die in meinem Fach ist, in dieses Gesamtbild einzuordnen. Ich kam auf die Idee, nicht nur mein Fach anzuschauen. Eines Tages, als mir ein Patient berichtete, dass er einen Tinnitus links hatte an seinem Ohr und er sagte mir etwas von seinen Knieschmerzen rechts. Und als Arzt weiß man, dass das linke Ohr und das rechte Knie auf derselben Hirnhemisphäre liegen. Und man weiß, dass sie quasi von derselben Seite der Hirnrinde versorgt werden. Also stellte ich mir die Frage und sagte, das könnte doch einen Zusammenhang geben zwischen diesem Ton im linken Ohr und dem Knie rechts. Und dann wurde ich neugierig und aus der Erfahrung dann, aus dem Gespräch mit den Patienten, merkte ich dann, dass das Ganze zusammenhängt und dass man das nicht gesondert sehen kann. Weil schauen Sie, diese 29-jährige Frau hat unterschiedliche Krankheiten, für die sie unterschiedliche Fachärzte braucht. Für die erste Krankheit braucht sie den HNO-Arzt. Für die zweite könnte man sagen, geht sie zum Zahnarzt oder zum Kieferorthopäden. Für die dritte geht sie zum Orthopäden. Und für die vierte geht sie zu einem Hautarzt.
Ja? So, sie muss zu 3 bis 4 Fachärzten gehen, weil wir als Ärzte uns so gestürzt haben auf ein gewisses Fach. Und ich kann das gut verstehen, als ich Medizinstudent war. Und meine Art ist es eher, dass ich etwas lässig bin. Ich habe das so in meiner Natur, dass ich mir versuche, das Leben leicht zu machen. Und so habe ich, als ich zur Wahl kam, was ich machen will als HNO-Arzt, also was ich machen will als Medizinstudent, welche Fachrichtung ich einmal gehen möchte, habe ich mir natürlich ein kleines Fach ausgesucht. So nennen sich die Haut, die Augen, die Hals, Nasen, Ohren, das sind, oder Urologie, das sind kleine Fächer. Und diese Fächer sind übersichtlich. Ja, Innere hat mich nie wirklich interessiert, weil ich dachte, das ist viel zu kompliziert. Das sehe ich nicht. Das Einfachste für mich schien damals, Hautarzt zu werden, weil ich sagte, das sieht man, ja, man kann den Menschen ganz anschauen, man hat einen deutlichen Überblick und somit kann man jetzt in die Therapie schnell eine Salbe, etwas tun und damit ist die Sache erledigt. Und man kann effizient sein, man kann viele Patienten an einem Tag, in einer Stunde durchschleusen. Und so wählte ich auch ein übersichtliches Fach und kam dann in die HNO. Und als ich dann in die Praxis kam, tat ich natürlich das, was ich gelernt hatte. Ich schaute mein Fach an. Alles, was unterhalb des Halses ging, interessierte mich nicht, weil ich wusste ja nicht sehr viel darüber, weil jeder Arzt kennt sein Fach am besten. Aber als ich merkte, dass doch der Körper nicht aufgeteilt werden kann, wir können ihn natürlich aufteilen in unterschiedliche Gebiete, aber letztendlich können wir nicht den Menschen in Teile aufteilen, weil er ist ein Ganzes. Und wenn man Ohrenschmerzen hat, fühlt man sich insgesamt schlecht, ja, nicht nur am Ohr. Und so habe ich gelernt, den Patienten mit der Zeit, es hat einige Zeit gedauert, bis ich mich abgewandt habe, den Patienten nur anzuschauen von meinem Fachgebiet. Deshalb schaue ich heute, nach diesen Jahren, wenn ein Patient zu mir kommt, besonders mit so einer chronischen Geschichte, wenn etwas über ein Jahr geht oder schon 2 oder 3, dann sage ich mir, okay, das ist in meinem Fachgebiet diese Sache. Aber was steht noch an in den anderen Gebieten dieses Menschen? Und dann findet man manchmal eine ganze Liste von Beschwerden. Und wenn man dann betrachtet die Ursache davon, dann sieht man, dass die Ursache letztendlich eine zusammenhängende ist und nicht voneinander getrennt werden kann. So, das ist meine Vorgehensweise, wie ich entdeckt habe, warum der Mensch krank wird. Die Frage ist die Krankheit ein Zufall? Ist sie etwas, was einfach so kommt? Oder ist sie ein Programm? Das heißt, hat sie eine klare Ursache, weshalb sie auftritt? Und gibt es die Möglichkeit, das herauszufinden, warum jetzt beide Gehörgänge sich entzünden? Weil die sind ja ziemlich weit voneinander. Und warum beide Kiefergelenke Schmerzen machen? Oder warum hier die Halswirbelsäule nur die linke Seite der Bandscheibenvorfall ist? Wieso? Kann man eine Systematik, eine Struktur finden, damit man erkennt, wie die Krankheit entsteht? Nun, bei all dieser Erfahrung
weiß ich heute, dass die Krankheit ein Programm ist und dass sie nicht ohne eine Ursache auftreten kann. Die Ursache muss nicht immer in meinem Bereich liegen. Nicht ich muss es sein, warum ich krank bin. Aber in den meisten Fällen findet man die Ursache bei dem Patienten selbst. Das ist natürlich manchmal schwierig zu erklären, aber ich hoffe, dass mir das gelingt in diesen paar Stunden, die wir haben, paar Vorträgen. So, ich habe nun diese Patientin vor mir. Wenn ich sie jetzt nur behandle, so wie alle anderen vor mir, dann muss sie jedes Mal alle 3-4 Wochen zu mir kommen. Das ist natürlich auf der einen Seite für mich gut, aber auf der anderen Seite bin ich nicht wirklich ein guter Arzt dadurch. Weil ich denke, ich möchte die Patienten so behandeln, damit sie nach Möglichkeit zu mir nicht mehr kommen müssen, so dass sie ihr Leben frei von Krankheit leben können und den Arzt nur im Notfall, im Krankheitsfall brauchen. So, deshalb ist die Vorgehensweise eine ganz klare in jedem Fach, in jedem Gebiet des Menschen, wo er sich aufhält, wo er etwas zu reparieren hat, ob das ein Kfz-Mechaniker ist oder ein Computerspezialist oder wo irgendetwas kaputt gehen kann, da ist immer zuerst die Frage nach der Ursache. So, die Vorgehensweise. Wie muss ich vorgehen, damit ich eine klare Systematik habe? Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine Wand habe, die ist feucht, reicht es, dass ich über diese feuchte Wand eine feuchtigkeitsundurchlässige Farbe schmiere? Wäre das ein idealer Vorgang für jemanden, der Maurer ist? Aber auch für jemanden, der nicht Maurer ist, fände ich, wäre es nicht wirklich die beste Idee. Die Wand ist feucht und wir holen jetzt vom Baumarkt eine wasserdichte Farbe und wir schmieren die darüber. Wie lange hält sie? Ja? So, das ist nicht wirklich Sinn der Sache. Ich muss wissen, woher kommt die Feuchtigkeit. Das heißt, ich brauche als allererstens eine Ursache. Und damit ich weiß, warum ist die Wand feucht, warum hat der Mensch seine Beschwerden? Der zweite Punkt ist, bevor ich die Wand repariere, streiche, was muss ich tun? Ich muss quasi die Ursache beheben. Und erst als drittes kommt die Reparatur oder in der Medizin die Behandlung. Natürlich kann ich schon behandeln, bevor ich die Ursache weiß, aber wenn ich nicht nebenher, das heißt gleichzeitig mit der Behandlung, auch die Ursache der Krankheit verstehe und sie behebe, dann habe ich nicht viel erreicht in meiner Behandlung als Arzt, dann würde ich mich fast ein bisschen so vergleichen wie der, der die Wand mit einer wasserundurchlässigen Farbe streicht und denkt damit, dass er den feuchten Schaden behoben hat. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So, ich brauche also eine Vorgehensweise. Ich muss wissen, warum hat diese Patientin
ihre Gehörgangsentzündungen. Ich muss wissen, warum kommen sie immer wieder. Ich muss wissen, warum hat sie die anderen Beschwerden. Sonst tue ich was. Ich gebe ein Schmerzmittel, ich tue eine Salbe ins Ohr, ich verschreibe vielleicht ein Antibiotika, gebe Massagen, Gymnastik. Aber habe ich dann die Ursache entfernt? Habe ich dann das Problem, das im Körper existiert, gelöst oder habe ich es nicht gelöst? Und ich denke, jeder vernünftige, begabte Mensch, der denken kann, weiß, dass das nicht grundsätzliche Tätigkeit ist. Dass es ja eine Linderung ist, wenn man ein Symptom vorübergehend wegtut, aber es ist keine Lösung. Der Patient kommt wieder und die Krankheit hört nicht auf. Und das ist das, was ich als Arzt nicht will. Ich möchte, dass mein Patient nicht nur einen Teil mitbekommt, nicht nur ein Symptom behoben bekommt, für eine Zeit lang kann ich es natürlich auch nur tun, sondern ich möchte verstehen, warum ist er krank, warum wird der Mensch krank. Und in der Medizin war es für mich damals schon als Student recht frustrierend. Man lernt, woher kommt die Krankheit. Und sicherlich beim Gehörgang könnte man sagen, das sind Bakterien, die sich dort einnisten. Aber die Frage ist, wieso nisten sie sich überhaupt ein? Reicht es, dass ich einen Gehörgang habe und ein paar Bakterien und dann habe ich eine Entzündung? Und wir können das Experiment machen. Wir können die Bakterien nehmen und in die Gehörgänge hineintun und nichts passiert bei den meisten. So reicht es aus, dass ich sage, aha, das sind Keime. Und haben wir diese Keime und töten sie, dann haben wir die Entzündung weg. Das ist nur vorübergehend. Die Entzündung kommt wieder. So, damit habe ich auch keine Lösung. Und die Keime, müsst ihr wissen, können wir nicht töten. Wir können sie immer nur reduzieren auf unserem Körper. Wir können sie nicht abtöten. Ja, die Keime sind da und sie sind meistens überall da, die meisten von ihnen. Und dennoch machen sie nicht jeden krank. Nicht jeder wird von dem Keim heimgesucht und bekommt eine Krankheit. Deshalb, wo liegt die Ursache dieser Patientin? Wo liegt es? Und in der Ausbildung, in unseren medizinischen Büchern, finden wir zwar Hinweise für Risikofaktoren, aber in den meisten Fällen, wenn Sie zum Arzt gehen, das ist das Frustrierende am Arztberuf, muss er sagen, Ursache unbekannt. Wenn also Ursache unbekannt ist, kann ich nicht wirklich ursächlich etwas tun. Ich kann nicht ursächlich etwas machen. Und es gibt Krankheiten, die man auch nicht wirklich mit irgendeinem Medikament behandeln kann. Ich hatte gerade gestern eine junge Patientin, knapp 20 Jahre alt, und sie hat seit 2 Jahren fast täglich Kopfschmerzen. Der Kopf tut mal hier, mal da, irgendwo tut der Kopf weh. Und sagt sie, die Kopfschmerzen sind noch, wie sie sind. Aber ich habe Schwindel dabei. Und der Schwindel ist etwas Unangenehmes. Ich denke, jeder, der mal Schwindel hatte, also wenn es etwas Unangenehmes ist, der Schmerz ist schlimm, aber Schwindel finde ich fast noch schlimmer, weil er nimmt uns die Sicherheit, wie wir gehen sollen und macht uns unsicher beim Laufen, bei allen Dingen. Wenn plötzlich der Schwindel kommt, das ist unangenehm. So,
und sagt sie, seit 2 Jahren hat sie jetzt diese 2 Symptome. Und so geht sie natürlich von Arzt zu Arzt. Sie wird auf den Kopf gestellt, sie bekommt einen Kernspin, sie bekommen alle Tests beim Schwindel, beim HNO-Arzt, beim Orthopäden, beim Neurologen. Aber es lässt sich nichts finden. Und dann sagen die Ärzte sicherlich, Wort, wo man nichts findet, sagt man, das ist dann psychosomatisch. Und damit können 19-Jährige, 20-Jährige nicht viel anfangen, weil man denkt, unter der Psychosomatik verbirgt sich Einbildung. Man denkt, ja, ich bilde mir die Sachen ein. Aber das ist nicht so. Schwindel ist nie eine Einbildung. Und auch Schmerzen sind keine Einbildung. Man kann sich Schmerzen nicht einbilden, weil man kann sie körperlich ja messen. Man kann die Aktivität im Gehirn sehen, wenn jemand Schmerzen hat. Es ist also nicht etwas, was nicht physiologisch da ist. Man kann den Schmerz nur nicht fassen, weil nur derjenige, der ihn hat, der spürt ihn. Und den Schwindel natürlich noch weniger. Ja, denn kann man, wie soll man ihn fassen außerhalb der ihn hat? So, wenn man dann jemandem sagt, das ist psychosomatisch, dann denkt der Patient, oh, ich werde nicht ernst genommen. Aber das ist nicht so. Wenn wir von Psychosomatik reden, dann reden wir davon, dass die Krankheit ist schon im Körper, wir können sie nur nicht sehen, aber wir meinen, die Ursache liegt im Denken, in den Gedanken. Und so wurde auch diese Patientin zur Psychotherapie geschickt. Sie war auch 4 Wochen in der Klinik. Und ja, so manche Probleme, die sie hatte, subjektiv in ihren Emotionen, die wurden besser. Aber ihr Schwindel und ihre Kopfschmerzen blieben. Das heißt, ich muss die Ursache wissen. Aber wir als Ärzte stehen da ziemlich schlecht da. Die meisten von uns wissen nicht, was wir anfangen sollen mit so einem Patienten. Wie sollen wir ihm helfen? Was können wir ihm tun, dass er seine Kopfschmerzen und seinen Schwindel loskriegt? Und deshalb, als ich das schon in der Medizinzeit, während meines Medizinstudiums erkannte, dass man in den meisten Fällen nicht weiß, woher die Krankheit kommt, habe ich mich nicht so sehr um die Ursache gekümmert, habe gesagt, ja, die ist sowieso schwierig zu erfahren, also kümmere ich mich um die Therapie. Und so werdet ihr sehen, auch der Patient ist auf die Therapie eingestellt, auf die Behandlung. Aber nehme ich die Ursache nicht weg, dann behandle ich fast umsonst. Ich habe in meiner Praxis diese Fälle, und sie sind mir vor Augen, sie sind nicht aus den Fingern gegriffen. Ein junger Mann will sich unbedingt seine Mandeln entfernen lassen. Und sicherlich sind Mandeln recht oberflächlich, man kann sie leicht fassen und ausschälen und weg sind sie. Und schon hat man keine Mandelentzündung mehr. Aber hat man dann den Grund der Mandelentzündung entfernt? Und als ich diese Dinge gelernt habe, habe ich diesem jungen Mann empfohlen, sich nicht operieren zu lassen. Aber es ist manchmal nicht so leicht, einem jungen Menschen etwas zu empfehlen. Er hat ja noch mehrere Meinungen, und wenn ihm 2 oder 3 Ärzte sagen, ja, besser ist, man holt sie raus, wenn sie jeden Monat mal entzündet sind, dann holt man die Mandel raus. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist die Mandel Täter oder ist sie Opfer? Macht sie die Krankheit oder wird sie krank gemacht? Und sicherlich gibt es eine klare Antwort. Die Mandel ist Opfer der Krankheit, sie ist nicht Täter. Und wir nehmen sie raus, weil wir sagen, okay, sie könnte das oder jenes machen, und dann haben wir ein gewisses Problem gelöst. Nun, der Mann kam nach einem Dreivierteljahr wieder zu mir und war ganz glücklich. Halsschmerzen hat er keine mehr.
Aber weil ich weiß, dass wenn ich die Ursache nicht behebe, dann ist ja der Grund der Krankheit da. Das ist so, wie wenn die Feuerwehr auf ein Signal reagiert. Sie hört den Feuermelder, sie kommt, baut den Feuermelder aus und lässt das Feuer brennen. Würden wir so eine Feuerwehr ernst nehmen? Aber so ist es leider manchmal in unserer Art des Behandelns. Wir behandeln den Feuermelder. Wir wollen die Sirene ausschalten, aber wir wollen nicht das Feuer löschen. Und löschen wir nicht das Feuer, dann kommen wir in die Not, dass sich die Krankheit verlagert. So sicherlich habe ich keine Mandeln mehr, kann ich keine Mandelentzündung mehr bekommen. Aber ich war neugierig, wo hat sich die Krankheit, wo ist jetzt der neue Feuermelder in seinem Körper? Und der neue Feuermelder war in seine Knie gegangen. Und jetzt frage ich, was ist leichter, was ist besser? Als junger Mensch, wenn man Sport machen will, wenn man gehen will, wenn man etwas tun will, ob man nun Halsschmerzen hat oder Knieschmerzen. Was ist besser? Was ist, ich sage jetzt mal, eher erträglicher als das eine oder das andere? Sicherlich, ich muss auch essen am Tag und trinken und so. Jedes Mal, wenn ich den Hals benutze, tut das weh. Aber man hat ziemlich gute Mittel, dass man auch diese Halsschmerzen symptomatisch behandelt, sodass man es nicht spürt. Aber mit den Knien wird es viel, viel schwieriger. So, es ist nicht klug, wenn wir die Gesetze des Lebens nicht kennen, einfach irgendwo etwas zu tun. Und ein Karikaturist hat es in einer medizinischen Zeitschrift mal schön dargestellt. Er hat einen OP-Saal dargestellt, in dem der Arzt und die Schwester das Wasser aufwischen. Und im Eck steht ein Waschbecken und ein offener Wasserhahn. Und man sieht, wie das Wasser aus dem Waschbecken überschwemmt und in OP-Saal schwimmt. Und dort wischen die Ärzte und die Schwestern das Wasser weg, aber sie drehen den Hahn nicht zu. Das ist das große Problem in unserer Medizin. Wenn wir die Ursache nicht beheben können, wenn wir die Ursache nicht kennen und etwa 90%, ja, 90% aller unserer Krankheiten und Symptome, sagen wir, kennen wir nicht. Und dort, wo wir sagen, wir kennen sie, sind es meistens irgendwelche Risikofaktoren. Das heißt, geht man zum Arzt und man hat einen Herzinfarkt oder eine koronare Herzkrankheit, dann fragt er nach Risikofaktoren. Hat der Mensch geraucht, dann sagt er, aha, das Rauchen ist. Hat er nicht geraucht, dann muss er finden, aha, er hat einen Bluthochdruck. Und hat er auch keinen Bluthochdruck, dann ist die Frage, wo kommt's her? Aha, dann guckt man, wie fettleibig ist er und wie viel Cholesterin ist in seinem Blut. Und so guckt man herum und sagt, ah, das ist ein Risikofaktor und das ist ein Risikofaktor. Aber es gibt keine hundertprozentige Aussage, wo man sagt, okay, das ist die Ursache des Herzinfarktes. Das ist die Ursache, weshalb sich dort in dem Gefäß ein Cholesterin oder Kalkplak bildet, das dann reißt und dann steht die ganze Kaskade mit der Blutgerinnung und das Gefäß verschließt sich und der Rest ist dann der Infarkt, der Muskelschaden am Herzen. So, ich muss also wissen, woher kommt das? Und für mich, als ich dann anfing zu arbeiten, solange ich in der Klinik war und man arbeitete dort, man operierte, hatte man nicht mal die Zeit nachzudenken, warum ist jetzt der Patient krank. Aber als ich in der Praxis war, da musste ich mir die Frage stellen, was mache ich mit meinem Patienten? Und ich hatte natürlich gewisse Ideen. Ich hatte einem älteren Herrn, der mal zu mir kam, wegen
seinen Ohren, weil sie immer wieder auf und zu gingen, ihm zufallen. Und ich hatte so gelernt, das ist eine Tubenfunktionsstörung. Und wenn man zu dünn ist, kann man die kriegen. Und wenn man nicht genug Wasser trinkt. Und so habe ich dem Patienten empfohlen, doch mehr Wasser zu trinken. Und dann kam er zurück nach einer längeren Zeit und sagte mir, Herr Doktor, ich trinke jetzt die 2 Liter Wasser am Tag oder 3, ich weiß ja nicht genau, wie viel ich ihm gesagt habe zu trinken. Aber meine Ohren fallen immer noch zu. Ja, nun kann ich sagen, das ist ja eine Lappalie, ist ja nur eine kleine Tubenfunktionsstörung, macht nichts, haben sie halt geerbt oder das Alter oder, ja. Aber habe ich dann dem Mann wirklich geholfen? Bin ich dann vor mir selbst ein guter Arzt? Bin ich dann vor mir selbst ehrlich? Ist mein Job dann wirklich einer, wo ich glücklich sein kann darin? Oder ist es einer, wo ich frustriert jeden Tag nach Hause gehe und sage, naja, ich tue zwar was, ich verdiene auch ein bisschen Geld, aber vor mir selbst habe ich ein Problem. Ich schwimme irgendwo im Niemandsland und kenne mich nicht aus. Und so musste ich anfangen, an den Patienten ranzugehen und schauen, wo finde ich denn eine Ursache? Weil ich weiß per Gesetz, deshalb nenne ich auch diese Vortragsreihe das Gesetz des Lebens. Ich weiß per Gesetz, dass es keine Krankheit gibt ohne eine Ursache. Und wir wissen das deshalb, weil es ein Gesetz gibt. Und dieses Gesetz sagt, und ich nenne es so das Basisgesetz, es gibt keinen Effekt, es gibt keine Wirkung ohne eine Ursache. Es gibt keine Wirkung ohne eine Ursache. Deshalb suchen wir ja auch in der Medizin nach den Ursachen, weil wir wissen, ohne sie wegzutun, ist das nur ja, Signalanlagenabbau, Sirenenabbau ohne Feuerlöschung. Ich muss das Feuer auch löschen und ich muss auch das kaputte Organ oder das, was befallen wurde durch das Feuer, muss ich natürlich auch behandeln. So, ich brauche also eine Ursache für die Wirkung. Wieso können wir heute sagen, und ich glaube, jeder, der in der Schule war, weiß, dass es keine Wirkung gibt ohne Ursache. Wieso können wir das sagen, dass es keine Wirkung gibt ohne Ursache? Wieso könnten wir nicht sagen, es gibt eine Wirkung, die ist ohne Ursache? Wieso können wir das wirklich ausschließen? Und das ist das Grundgesetz, was an der Basis, das uns erklärt, warum es nicht geht, dass wir eine Wirkung haben ohne Ursache. Und dieses Grundgesetz ist ein Grundgesetz, wo ich sage, alle anderen Gesetze, die wir auf dieser Welt, in diesem Universum finden, sind auf dieses Grundgesetz aufgebaut. Und ohne das kann nichts funktionieren. Und das Grundgesetz allen dessen, was auf dieser Welt existiert, ist das Gesetz bezüglich der Energieversorgung. Das heißt, das Gesetz der Energieversorgung sagt, dass alle Energie von außen
dem Objekt oder demjenigen, was sich bewegt, zugeführt wird, von außen kommt. Wenn also kein Teilchen seine eigene Energie produzieren kann, man nennt das auch, es gibt kein Perpetuum mobile, das heißt, wenn also nichts aus sich selbst etwas tun kann, dann ist alles, was sich bewegt, bewegt. Man kann nie ein Spielfahrzeug nehmen und es hier demonstrieren, dass es herumfährt und sagen, es fährt mit eigener Energie. Würde jemand das glauben? Und es fährt ungesteuert. Auch das geht nicht. Das Mikrofon, die Kameras, nichts läuft ohne Energie. Und das kleinste Teilchen, das wir so haben als Energieeinheit, ist das Atom. Und die Frage ist, hat der Atomkern eine hohe Energie oder eine niedrige? Ich denke, wir alle wissen es aus der Schule, dass im Atomkern eine hohe Energie ist. Und ich hatte eines Tages einen Chemieabsolventen, der hatte seinen Master gemacht und er war Patient von mir und ich fragte ihn, woher kommt denn die Energie aus dem Atomkern? Und der Mann antwortete und sagte, wenn ich das wüsste, wäre ich in den Nachrichten. Das bedeutet, er sagt aus, er weiß nicht, woher die Energie kommt, aber etwas weiß er. Sie kommt nicht vom Atom selbst. Sie kann nicht vom Atomkern selbst hergestellt werden. Sie muss dem Atomkern selbst zugefügt werden, weil der Atomkern selbst, wenn er die Energie herstellen würde, würde man das nachprüfen können. Und dann wäre der Atomkern ein Perpetuum mobile. Er würde aus sich selbst die Energie schaffen. Das weiß jeder Physiker und jeder Chemiker, dass das nicht geht. Also, jeder Energieteil kommt von außen. Das heißt, ich muss verstehen, dass sich nichts von alleine bewegen kann. Nichts kann von sich aus etwas, sich seine eigene Energie herstellen. Es gibt kein Auto, das seinen eigenen Sprit herstellen kann. Es gibt kein Mikrofon, das seine eigene Batterie oder seine eigene Energie herstellen kann. Das ist absolut unmöglich. Wir sind immer angewiesen auf eine Energie von außen. Deshalb weiß ich, aufgrund dieses Grundgesetzes habe ich eine Wirkung und die ist an der Zelle, das heißt, ich habe eine kranke Zelle, ich habe ein krankes Organ. Ich weiß, dass aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit die Zelle selbst sich nicht krank machen kann. Ich weiß, dass sie krank gemacht werden muss. Und die Zelle ist der Grundbaustein des menschlichen Lebens. Ja, ich glaube, wir alle wissen, dass wir aus zwei halben Zellen entstehen im Mutterleib. Da kommen halbe Vaterzelle, halbe Mutterzelle. Die kommen zusammen und bilden eine Zelle und daraus entsteht dann der Mensch. Und die Zellen, die wir haben, ist der Grundbaustein und jede Zelle hat einen Zellkern. Und im Zellkern liegt die Steuerung für die gesamte Zelle und diese Steuerung liegt in dem, was wir Gene nennen. So, die Zelle hat eine Steuerung, das sind die Gene, die liegt im Zellkern. Nun gibt es hier eine Wirkung aus der Zelle. Wir müssen verstehen, dass aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit, dass alles auf dieser Welt Energie braucht und die Energie von außen kommt, alles letztendlich ein Kanal ist. Nämlich, es braucht einen Input. Ja, es muss also irgendwas reinkommen.
Und es hat einen Output, es kommt also was raus. Alles, was wir auf dieser Welt haben, funktioniert so. Nichts kann von sich aus eine Wirkung machen. Die Wirkung wird immer vom Input bestimmt. So, ich habe jetzt hier eine Wirkung, das ist eine Gehörgangsentzündung. Diese Wirkung, da sie Schmerzen macht, zeigt mir, dass es eine nicht normale Wirkung ist. Wir Menschen sind nicht dazu da, dass wir Schmerzen haben. Aber wir haben den Schmerz so wie den Feuermelder, damit, wenn etwas da ist, dass man etwas unternehmen kann. Wir tun den Feuermelder nicht dahin, damit das Haus brennt, oder? Wir haben ihn, damit wir, wenn der Fall eintritt, wir wissen, was wir tun sollen. So, ich habe eine Gehörgangsentzündung, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich habe einen Herzinfarkt, was auch immer ich habe, ich habe eine Wirkung und die ist nicht normal. Die ist nicht physiologisch, nennen wir das, pathologisch. Und jetzt muss ich wissen, woher kommt diese Wirkung? Macht es die Zelle selbst oder wird es der Zelle zugefügt, dass die Krankheit entsteht? Und per Gesetz ist es nicht möglich, dass die Zelle sich selber krank macht. Die Zelle wird immer, und das immer ist immer absolut, krank gemacht, weil sie in sich selbst keine Energie hat, sich selber krank zu machen. Sie hat auch keine Wahl. Sie ist ein hochkomplexes Organ, nicht mal Organ, sie ist ein hochkomplexes Element, das so komplex ist, dass wir nur einen Bruchteil davon wissen, wie sie funktioniert. Aber wir können sicher sein, dass sie nicht ein Programm hat, das sie von alleine anmachen kann. Und damit sie dann sagt, okay, jetzt tue ich das. Per Gesetz ist das nicht möglich, weil ein Atom keine Wahl hat. Es muss also am Input liegen, an der Ursache. Ich denke, Input ist Energie, die zugeführt wird, damit es hier zu einer Not kommt. Nun, die Nöte, wir haben im Prinzip zwei grundsätzliche Gebiete, was die Zelle krank machen kann. Wir haben einmal Bedingungen für die Zelle und wir wissen, dass die Zellmembran selbst druckempfindlich ist. Sie kann nicht jedem Druck aushalten, kann sie? Wir sehen das, wenn wir uns irgendwo schneiden oder Hammer auf den Finger klopfen, dann merken wir, aha, die Zellen sind vulnerabel, sie sind zerbrechlich, man kann sie kaputt machen. Wir wissen auch, dass jede Zelle und alles, was auf dieser Welt ist, temperaturabhängig ist. So, die beste Temperatur für unsere menschliche Zelle liegt bei 37 Grad. Ein bisschen da niedrig und da hoch kann sie gehen, aber das ist das Ideale. Und man kann das nicht verändern, ohne dass sich die Funktion der Zelle verändert. Wir können das ja leicht testen mit ein bisschen einer Kerze, die wir anzünden und an die Haut halten. Was passiert? Ja, wir merken den Schmerz, weil die Zelle ist auf die Temperatur fixiert. Sie kann nicht sagen, ah ja, ich reagiere jetzt anders. Sie kann nicht. Sie muss auf den Input dieser Kraft reagieren. So genauso mit dem Druck, mit den Ich sage jetzt mal, die Umwelt der Zelle ist wichtig. Sie ist vorgegeben, sie muss beibehalten werden. Aber wichtig ist noch mehr oder gleich wichtig kann man sagen, das, was die Zelle braucht, um richtig zu funktionieren. Das sind die Gegebenheiten, das ist
das Umfeld. Und das Umfeld ist wichtig, aber sie braucht gewisse Nahrungsmittel, gewissen Energieinput, damit sie das, wozu sie da ist, auch erfüllen kann. Und das müssen wir verstehen. Die Zelle funktioniert grob gesehen nach dem Input. Sie hat hier ein Programm, das befiehlt dem Rest der Zelle. Aber das Gen selbst enthält zwar das Programm und wir haben in jeder Zelle dieselben Gene, dieselbe Information, aber in den unterschiedlichen Zellen gibt es nur einige Gene, die aktiv sind. Ich vergleiche das mit dem Computerprogramm. Wir haben viele Programme auf unserem Computer, aber nur die, die offen sind, die funktionieren, ja? Die wir auf dem Desktop öffnen. So, bei der Zelle ist es ähnlich, wir haben hier eine Menge Programme, aber nur ein Bruchteil ist offen und ist aktiv. Und die große Frage stellt sich, wer aktiviert denn das Gen? Und wir wissen heute aus der Begriff, der medizinische ist Epigenetik, dass nicht das Gen selbst die Steuerung hat, sondern dieser Schalter, der das Gen einschaltet und ausschaltet. So, ja, ich kann eine angeborene genetische Krankheit haben, aber irgendwann bei meinen Vorfahren muss jemand diesem Gen geschadet haben. Und der Schaden konnte nur von außen kommen. Es ist ganz entscheidend, dass wir das verstehen. Per Gesetz kann niemand behaupten, dass das Gen, dass die Zelle sich selbst einen Schaden zufügen kann. Kann sich das Auto selbst einen Schaden zufügen? Gibt es irgendetwas außer dem Menschen und dem Tier, das sich selbst einen Schaden zufügen kann auf dieser Welt? Haben Sie ein Beispiel dafür? Müssen wir denn irgendetwas vor sich selber schützen? Ich meine auf rein biologischer Ebene, auf reiner materiellen Ebene. Muss ich den Stuhl schützen vor sich selbst? Streichen wir das Holz an, um es zu schützen, dass es sich selbst nicht kaputt macht? Ist das der Grund, warum wir das Holz anstreichen? Oder warum streichen wir das Holz an? Warum lackieren wir ein Auto? Damit das Auto sich nicht selber auffrisst? Machen wir deshalb? Wir wissen alle, wir müssen die Dinge immer vor der Außenwelt schützen. Die Kraft kommt immer von außen, sowohl die, die das Leben erhält, als auch die, die das Leben zerstört. Geht gar nicht anders, per Gesetz. So, möchte das kurz zusammenfassen, dass wir es in unserem Hinterstübchen hineinschreiben, weil wir müssen auf dieses Gesetz die ganze Medizin aufbauen. Weil ohne dieses Gesetz sind wir in der Medizin, aber auch in allen anderen Bereichen hilflos. Wir können nicht verstehen, wie der Mensch funktioniert. Deshalb will ich das nochmal zusammenfassen durch einige Klarstellungen bezüglich der Zelle. Und die Frage ist, kann die Zelle eins, sich ihr Grundbedürfnis das ist die Energie, die sie braucht, um zu existieren, das zu funktionieren, selber aussuchen. Oder wählen. So, kann die Zelle sich ihr Grundbedürfnis, das heißt das, was sie braucht, als Nahrungsmittel, als Existenzmittel selber aussuchen? Das heißt, ist sie in der Lage, eine Wahl zu treffen? Kann sie, wenn sie Sauerstoff braucht, sagen, ich
kann anstelle von Sauerstoff Stickstoff nehmen. Kann sie sagen, wenn sie Wasser braucht, dass sie dann anstelle von Wasser, wer weiß, was anders nimmt. Kann sie also die Dinge ersetzen, die sie braucht? Ich denke, es ist ganz offensichtlich, die Zelle ist wie ein Auto, sie ist wie ein Stuhl, sie kann und hat keine Wahlmöglichkeit. Sie muss. Sie kann ihr Grundbedürfnis nicht aussuchen, so das hier ist ein großes Nein. Die zweite Frage ist, bezieht sich auf dieselbe Sache, aber um das noch einmal deutlich zu machen, wie viel die Zelle wählen kann, kann die Zelle sich ihr Umfeld aussuchen? Kann ein Auto sich aussuchen, ob es in der Garage steht oder außerhalb? Ja oder nein? Geht das oder geht das nicht? Ich denke, wir alle verstehen, dass das nicht geht. Ein Auto hat keine Wahl. Es kann auch nicht sagen, wohin es fahren soll. Ich habe keine Möglichkeit. Das Auto ist nicht wählbar. Auch ein Baum kann nicht wählen, wie er wächst. Man kann ihm gewisse Richtung angeben und dann muss er so wachsen, wie man ihm diese Richtung angibt. Weil er kann sich das Umfeld nicht aussuchen. So ist auch hier der Grundsatz, die Zelle hat keine Wahl. Und die dritte Frage ist wichtig. Kann die Zelle sich selber schaden? Natürlich eine Frage, die, wenn wir alle anderen Fragen richtig beantwortet haben, sich daraus ergibt. Aber haben wir das, können wir das sicher sagen? Kann eine Zelle sich je selber schaden? Und sicherlich müssen wir aufgrund des Gesetzes auch hier ein sehr deutliches Nein hinzuschreiben. Die Zelle hat keine Möglichkeit, sie hat keine Energie, sich je selber zu schaden. So wie es nichts gibt, was rein biologisch ist, was sich selber schaden kann. Der Schaden muss von außen kommen, entweder in dieser Generation, weil alles ist ja nur eine Vermehrung des Ganzen, ob ich jetzt den Samen nehme, der genetisch verändert wurde, der hat ein anderes Programm, das ihn fährt, aber das hat sich die Zelle nicht ausgesucht. Die Tomate hat sich nicht ausgesucht, ein anderes Programm zu haben. Es muss von außen zugeführt werden. Und dann kann natürlich auch ein Schaden entstehen. Bei den meisten Samen heute, die man kauft, die sind so gebaut, dass sie irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich kann nicht mehr heute, wenn ich gehe und kaufe mir ein paar Tomatensamen, diese Samen unendlich vermehren. Was früher bei den, oder was auch heute noch geht, bei denen, die nicht genetisch verändert sind, bei den Samen, bei denen kann ich, wenn ich weiß, wie ich das machen soll, von einem Tomatensamen ewig, meine, solange ich lebe, Tomaten herstellen. Herstellen, züchten, besser gesagt. Herstellen tue ich es ja nicht. So, deshalb müssen wir schauen, die Zelle hat keine Wahlmöglichkeit. So, wenn ich eine Mandelentzündung habe, dann weiß ich per Gesetz, jemand macht der Mandel die Entzündung. Sie selber kann sich sie nicht antun. Wenn ich eine Gicht habe, wenn ich eine Arthrose habe, wenn ich einen Schmerz habe, einen Bandscheibenvorfall, dann weiß ich, der Bandscheibenvorfall ist nicht Ursache. Er ist Folge. Und ich weiß,
Irgendwo muss da eine Kraft eingewirkt haben auf diesen Muskel, damit sich die Bandscheibe nach links oder rechts verrutscht und dort die Schmerzen macht. Auf körperlicher Ebene kann ich also ganz deutlich sagen, per Gesetz muss ich die Ursache der Krankheit außerhalb der Zelle suchen. Ich muss also schauen, wenn ich einen kranken Menschen habe, was macht ihn krank? Weil ich weiß, er kann sich selber, die Zelle selbst, der Körper selbst, kann sich nicht krank machen. Und so fing ich an zu studieren. Ich fing an, mit meinen Patienten zu reden. Und ich verrate Ihnen, wie ich dazu kam, um zu sehen, welche Kraft die wichtigste ist für die Zelle und welche das Gen anzündet, das heißt, welches den Schalter drückt, quasi am Computer, der Mausklick ist, damit das Programm dann so funktioniert. Und das fand ich heraus, dadurch, dass ich mir die Grundbedürfnisse des Menschen angesehen habe. Und wir werden über diese Grundbedürfnisse sprechen in den nächsten Stunden. Ich habe also, wenn wir hier die menschliche Zelle nehmen und hier die Grundbedürfnisse tun, Grundbedürfnis, was braucht denn die menschliche Zelle absolut, um funktionieren zu können? Wir wissen, sie braucht Sauerstoff. Wir wissen, sie braucht Wasser. Wir wissen, sie braucht Nahrung. Die Nahrung ist aufgeteilt in Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Wir wissen, sie braucht Wärme. Die 37 Grad Celsius. Wir wissen, sie braucht Schlaf. Wir wissen, dass die Zelle des Menschen und alles auf dieser Welt Sonnenlicht braucht. So, das sind so die Bedürfnisse, die wir kennen an der Zelle. Und jetzt habe ich natürlich, die habe ich gelernt in der Uni, die kenne ich. Aber jetzt habe ich meine Patientin hier mit ihren 29 Jahren und ich will wissen, was ihr fehlt. Geschlagen ist sie nicht worden. Etwas Schweres gehoben sozusagen hat sie nicht, dass ihren Bandscheibenvorfall kommt. Warum sie die Schmerzen im Kiefergelenk hat, ist auch keine Einwirkung von außen sichtbar da. Die Gehörgangsentzündungen kommen nicht aus dem Nichts. Aber ich kann sehen, dass das Umfeld ihrer Zelle nicht das Problem ist. Ich kann sehen, dass Druck und Temperatur soweit in Ordnung ist. Aber ich weiß per Gesetz, irgendwas muss doch diese Krankheiten machen. Also schaue ich mir die Bedürfnisse an und dann gehe ich zu Sauerstoff. Hat sie einen Sauerstoffmangel? Können wir mit Sauerstoff ihre Probleme beheben? Sicherlich hat sie keinen Sauerstoffmangel. Wir können ihr Blut messen und finden 99 oder 100% Sauerstoffsättigung. Hat sie einen Wassermangel? Hat sie einen Nahrungsmangel? Sie ist richtig genährt. Sie ist nicht erfroren. Sie hat nicht Erfrierungen oder Verbrennungen, sie schläft vielleicht nicht so gut wegen den Schmerzen. Die Sonne ist auch noch da, fehlt ihr nicht. So was fehlt der Frau. Und ich hätte es auch nie erfahren, wenn ich nicht durch die Not, in die ich hineinkam als Arzt in meiner Praxis, hätte ich nicht angefangen, mit dem Patienten zu reden.
Und ich habe das am Anfang natürlich nur bezogen auf das Symptom in meinem Fach getan, wie ich das erklärt habe. Aber ich habe das mit der Zeit dann auf alle Symptome übertragen. Wenn ich jetzt hier den Patienten habe, wir haben diese 29-jährige Frau, ihr 29 Jahre, und hier haben wir ihre Krankheitsgeschichte. Und wir sehen, dass bis vor 4 Jahren, 4,5, 5 Jahren war alles gut. Hier kam der Bandscheibenvorfall, dann kamen die Kiefergelenksbeschwerden, dann kamen die Gehörgangsentzündungen und dann kam die Akne. So, wir haben also jetzt hier in der Zeit diese Beschwerden und ich muss wissen, wer macht sie? Weil ich weiß per Gesetz, sie müssen gemacht werden. Und was ich damals anfing, am Anfang recht auf die Situation bezogen, aber jetzt mache ich es grundsätzlich, ist neben die Krankheitsgeschichte die Lebensgeschichte zu tun. Die Lebensgeschichte, ist sie subjektiv oder objektiv? Die Lebensgeschichte ist eine subjektive Geschichte. Sie ist eine Erlebnisgeschichte. Letztendlich sind alle Erlebnisse Gedanken, Sachen. Ja? Wir können ein Auto nicht fragen, was er erlebt hat. Können wir? Das kann es uns nicht sagen. Aber wir können hier den Menschen fragen, was er in seinem Leben mitgemacht hat. Und dann bei dieser Frau, die Beschwerden sind hier, wo sie quasi 24, 29 mit 25, ja, 24,5 kommen ihre Beschwerden. Jahre. So, jetzt tue ich ihre Lebensgeschichte daneben. Und in ihrem Fall war das erlebte Ereignis, war hier, als sie 19 Jahre alt war. Nein, als sie 21 Jahre alt war. Also 4 Jahre davor gibt es das Erlebnis. Und sicherlich hat sie auch noch andere Erlebnisse davor gehabt und danach. Aber das entscheidende Erlebnis, worauf wir die Krankheit zurückführen kann, hat sie hier erlebt. Und das habe ich mit mindestens 4.000 Patienten gemacht. Inzwischen werden es wahrscheinlich 5.000 sein. Dass ich die Krankheitsgeschichte und die Lebensgeschichte nebeneinander getan habe. Und wenn wir als Ärzte das tun würden, grundsätzlich, dass wir den Menschen fragen, was er erlebt hat, dann würden wir ein Muster mit der Zeit erkennen zwischen Lebensgeschichte und Krankheitsgeschichte. Und dann würden wir sehen, dass die Krankheitsgeschichte, das heißt die Lebensgeschichte, das Erlebte, die Krankheit produziert. Und dann müssten wir uns die Frage stellen, wie geht das? Wie ist das möglich? Dass etwas Erlebtes, ein Gedanke, eine Subjektivität meinen Körper krank machen kann. Wie ist das möglich? Und deshalb ist es so wichtig, in dieser ganzen Geschichte mit meinen Patienten bin ich dazu aufgestoßen, dass die Prozentzahl, die uns fehlt in der Medizin, nämlich die 90%, wo wir immer sagen, unbekannt, wir wüssten, wenn wir die Gedanken als Grundbedürfnis für die Zelle mit einbeziehen würden. Aber das tun wir nicht. In meinem ganzen Medizinstudium
haben wir nicht gelernt, ich weiß nicht, ob das heute gemacht wird, dass man Gedanken definiert. Dass man sagt, Gedanken sind das und das. Wir reden wenig von Gedanken. Aber wissen Sie, was der Mensch am meisten tut im Leben? Atmet er am meisten? Trinkt er am meisten? Isst er am meisten? Schläft er am meisten? Was tut er am meisten? Am meisten, was der Mensch tut, ist sein Denken. Und erstaunlicherweise ist das, was der Mensch am meisten tut, in der Medizin nur gering geschätzt. Wir Ärzte wissen nicht, was wir mit Gedanken der Patienten anfangen sollen, weil wir nicht geschult sind darauf. Wir sind geschult, dass wir eine Tablette geben, wir sind geschult, eine Operation zu machen, wir sind geschult und kennen Medikamente, die dieses Symptom und das andere Symptom irgendwo bekämpfen. Aber wir sind nicht geschult, zu verstehen, was muss ein Mensch denken, damit er seine Zelle nicht kaputt macht. Wir haben das Verhältnis zwischen Gedanken und Zelle nie überhaupt angesprochen oder erörtert oder es versucht, klar und gesetzlich zu zeigen. Was mir auffiel in allen meinen Gesprächen, wissen Sie, was das ist, worum und worüber oder worum sich unsere Gedanken drehen? Wissen Sie, das, was im Leben den Menschen am meisten berührt, was ihn am meisten treibt? Und das war erstaunlich festzustellen, ich wusste es nicht, bevor ich nicht es am Patienten gesehen habe. Und das war nämlich das, was der Mensch Liebe nennt. Und Liebe ist so wie Nahrung, sie hat viele Komponenten, Sicherheit, Harmonie, Gerechtigkeit und so weiter. Es gibt viele Begriffe, die in diesem Liebesbegriff zusammengefasst sind. Und ich war sehr erstaunt, ich habe mit meiner Praxis 2004 angefangen. Etwa 2005 fing ich an, mit den Menschen zu reden, diese zu fragen, was sie erlebt haben. Es war im August 2006, als ich für mich persönlich in meiner Praxis sagte, die Zelle braucht Liebe als Grundnahrungsmittel. Und sie braucht sie genauso, wie sie Wasser und Nahrung und Sauerstoff braucht. Das war eine große Sache, die ich musste es einfach anerkennen. Es war mir fremd, weil ich es nicht gelernt hatte, aber ich musste anerkennen, dass das, was Gedanken ausmachen, weil wir wissen, dass Liebe ist ja nicht eine materielle Information. Liebe ist pur eine geistige Information. Liebe ist eine geistige Information. Wie kann etwas Geistiges, wie kann ein Gedanke so wichtig sein und damit der Zelle etwas antun oder nicht antun? Und so fing ich an, nachzudenken und zu kombinieren und zu gucken, warum können Gedanken schaden? Wieso? Weil wenn sie Schaden tun können, brauche ich eine Gesetzmäßigkeit. Schaut, jeder Arzt weiß den Begriff Psychosomatik. Jeder Arzt weiß, ja, ein Magengeschwür, ein Sodbrennen kommt von was? Das wissen nicht nur Ärzte, das wissen was auch der Laie, weil man hat ja viel Information, bekommt man heute über die Medizin. Man weiß, das ist, in Anführungsstrichlein, Stress. Man weiß, das ist eine geistige Sache, weil Stress ist doch nicht etwas Körperliches. Ja, Stress ist ein Gedanke. Stress ist etwas, was ich denke. Aber wie kann ein Gedanke in meinem Magen ein Geschwür produzieren? Ich muss doch die Systematik kennen. Ich brauche doch dafür eine klare Gesetzmäßigkeit.
Ich kann nicht einfach sagen, ja, das ist so, aber ich weiß nicht, wieso es so ist. Mich hat es nicht interessiert, nur zu wissen, ja, der Mensch braucht Liebe, aber was mich interessiert hat und worauf ich, was ich wissen will und das meiste oder vieles schon erkannt habe, ist, ich will das Warum kennen. Ich will wissen, was, wieso, wie kommt der Gedanke an meinen Magen? Ja, wie kommt er dahin, dass er mir ein Geschwür macht? Oder wie kommt er und macht mir Rückenschmerzen? Wissen doch heute die meisten Orthopäden wissen, dass die Rückenschmerzen eine Kopfgeschichte sind, dass sie von Gedanken her stammen. Aber wo ist die Systematik? Wo ist die Struktur? Ich weiß, wie Sauerstoff an die Zelle kommt, weiß ich's? Wir werden das im nächsten Vortrag sehen. Ich weiß, wie diese Dinge hinkommen. Ich weiß, dass es Organe gibt, ja, die Organe der Zufuhr, und dass diese Organe die Dinge hineinschleusen. Und wir wissen, dass die meisten Bedürfnisse über das Blut übertragen werden. Wir wissen, dass übers Blut der Sauerstoff an jede Zelle kommt. Ja? Oder im Bereich jeder Zelle. Ohne die Blutzirkulation gibt es keine Sauerstoffzufuhr. Aber wo kommt denn der Sauerstoff rein? Hat er ein Organ? Hat er sozusagen einen Tank, wo er zugeführt wird? Und ich denke, wir alle wissen, dass über die Lungen der Sauerstoff ins Blut geschleust wird. Und dort wird auch die Lunge selbst von diesem Sauerstoff versorgt. Übers Blut geht der Sauerstoff an jede Zelle. So, wenn ich halt heute einen Sauerstoffmangel habe, wo gucke ich hin? Welche sind die Faktoren, die mich dazu brächten und sagen, ah, es gibt einen Sauerstoff, wo gucke ich hin? Ich gucke erstmal, stimmt die Zufuhr? Ja? Nehmen wir an, draußen ist genug Sauerstoff, aber der Patient hat einen Sauerstoffmangel. Wo schaue ich? Wo entsteht der Mangel? Und dann schaue ich mir was an? Den Mangel oder den Ort, wo es reinkommt? Ist doch ganz klar, ich gucke mir die Lungen an. Ich gucke mir die Lungenfunktion an und schaue, aha, wird da genug Sauerstoff eingeführt? Und nehmen wir an, es wird genug Sauerstoff eingeführt. Wo wird er dann verloren? Wo ist die Blutzirkulation verhindert, dass kein Sauerstoff dahin kommt? So, ich habe also eine klare Richtung, weil ich weiß, wie der Sauerstoff an die Zelle kommt. Also habe ich einen Sauerstoffmangel, weiß ich, wo muss ich gucken? Wie muss ich diese Dinge tun? Wir brauchen ja aber auch außerdem Sauerstoff Nahrung. Ja? Wo kommt die Nahrung rein? Kommt sie auch über die Lungen? Nein, sie kommt über den Magen und Darm. Aber die Nahrung muss zersetzt werden in chemische Stoffe und sie wird ins Blut hineingetan, also ins Blut aufgenommen, und im Blut wird sie dann zunächst in die Leber und dann überall zu allen Zellen geschickt. Ich kenne also den Weg, wie Sauerstoff und Nahrung zu den Zellen kommt. Weil ich kann es ja nachvollziehen, ich sehe es. Und wenn ich einen Mangel habe an Nahrung, dann gucke ich, wo liegt das Problem? Was gucken wir zuerst an? Gucken wir den Fuß an? Oder ja, wir schauen uns den Magen an, wir machen eine Magenspiegelung von oben nach unten, oben und unten, gucken alles an und sagen, aha, wir finden im Magen etwas oder wir finden nichts. Oder im Darm. Aber wir schauen uns die Stelle an, wo die Sache reinkommt. Weil wenn wir Nahrungsmangel haben, müssen wir das schauen. Nehmen wir an, wir finden nichts. Wo gucken wir dann hin? Dann müssen wir schauen, okay, wo ist das Problem des Verbrauches? Weil man kann ja genug reinführen, wenn der Verbrauch zu hoch ist, dann hat man dennoch einen Mangel. So, aber wir wissen, wie diese Dinge funktionieren. Sie sind Physiologie, sie sind uns bekannt. Wir wissen auch, wie
die Wärme über die Blutzirkulation verteilt wird. Wir wissen, dass der Schlaf das Gehirn letztendlich dafür zuständig ist, für den Schlaf. Wir wissen, dass das Sonnenlicht über die Augen hauptsächlich in unser Gehirn kommt und von dort dann die Stoffe steuert, aber auch über die Haut. So, das alles können wir irgendwo nachvollziehen. Aber die Frage ist, wie kommt der Gedanke? Wo kommt der Gedanke rein? In den Menschen und wie breitet er sich aus? Wie geht er zum Magen? Oder wie geht er zur Hand? Wie soll das sein? Wie soll das passieren? Deshalb müssen wir wissen, wo kommen Gedanken her. Wir müssen verstehen, was bedeuten sie, damit wir dann auch wissen, aha, dieser Gedanke oder der Gedanke ist das und das und er macht den Magen krank oder das Gehirn krank oder was auch immer an Krankheit entsteht von den Gedanken. Ich habe das vorhin gesagt, es sind etwa 90% unserer Krankheiten, dort wo wir unbekannt hindeuten, habe ich festgestellt, würde man finden, würde man mit dem Menschen reden. Und könnte man ihm dann helfen? Die Schwierigkeit liegt nur daran, dass Gedanken nur jeder für sich selbst denken kann. Das heißt, ich muss jemandem das erklären, der auch die Fähigkeit hat, das zu begreifen, weil er muss so denken, so wie er auch essen muss, das Richtige, auch das Richtige denken. Ja, das ist die große Schwierigkeit bei dieser Sache. Ich kann nicht einfach zu einer Tablette greifen. Ich muss mir die Zeit nehmen. Ich muss mit dem Patienten reden und ich muss ihm versuchen, die Physiologie, die Art und Weise, wie er funktioniert, beizubringen, damit er sich selbst versteht, dass er versteht, warum er hat seine Magenschmerzen, warum er hat seine Kopfschmerzen. Dann kann er ja etwas mit sich selber anfangen. Aber versteht der Patient das nicht, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ja, deshalb ist es sehr schwierig manchmal, wenn ich einen jungen Menschen habe, der ist 19, 20 Jahre alt und ich sehe seine Not. Ich weiß auch, warum dieses Mädchen, das gestern zu mir kam, krank ist. Aber ich kann von außen her diesen Körper, diesen Schmerz und diesen Schwindel nicht wegnehmen. Ich kann ihr nur erklären, wie das Ganze zustande kommt. Ich kann ihr nur die Gesetzmäßigkeit sagen. Umsetzen muss sie es, verstehen muss sie es. Und mit 19, 20 ist es manchmal schwierig. Ich habe deshalb auch die Mutter eingeladen, dass sie zusammenkommen, dass ich sie den beiden erkläre. Und wenn dann zwei Leute, ein Erwachsener und ein halb, fast Erwachsener, ja, mit 19 denkt man ja schon meist erwachsen, aber ich sage es auch physiologisch, ist das Gehirn erst mit 30 erwachsen. Das heißt, unser Gehirn wird erst mit 30 abgeschlossen in der Entwicklung. Das heißt, wir sind auch von der Physiologie so gebaut, dass die Maturität, das heißt das Erwachsensein, eine Zeit braucht. Ja? Und deshalb muss man diese Zeit eben nehmen und diese Zeit nutzen. So, ich kann also dem Menschen nur die Dinge erklären. Ich kann ihm ein paar Therapien auch geben zum Lindern der ganzen Sache, ihn behandeln, aber er muss verstehen, warum er krank ist. Er muss verstehen, wie seine Krankheit entsteht. Und er muss fähig sein, das Ganze auch umzusetzen. Weil die Gesetze des Lebens, die Gesetze unseres Körpers sind nicht veränderbar. Wir können tun, was wir wollen. Wir können nicht aus dem Rahmen, in den wir gestellt sind als Menschen, heraus. Die Zelle hat eine feste Gesetzmäßigkeit. Und verstehe ich sie, bin ich gut dran. Verstehe ich sie nicht, bin ich natürlich schlechter dran. Weil es mag sein, ich bin krank
und weiß nicht, dass ich mich selber krank mache, ohne es zu wissen. Deshalb mache ich diese Vorträge, um Erkenntnis zu vermitteln, die ich auch nicht hatte. Ich habe sie auch nicht aus den Büchern gelernt. Ich habe sie am Patienten festgestellt, aber Sie werden sehen, sie machen alle Sinn. Und jeder, der es versteht und umsetzt, hat von dieser Sache einen großen Gewinn. Weil eins weiß ich, und das möchte ich Ihnen mitgeben, Krankheit ist nicht ein Zufall. Sie mag nicht immer durch mein Denken kommen, es gibt auch andere Ursachen. Aber die meisten Dinge könnte ich mir ersparen, die wir Menschen heute leiden dran, wenn wir verstünden, warum wir krank werden. Wenn wir verstünden, was das Organ ist und wie Gedanken sich für die Zelle anbieten. Und das möchte ich Sie einladen, morgen nachzudenken. Ich möchte Sie vielleicht jetzt schon zum Nachdenken anregen, welches Organ macht Gedanken? Welches Organ denkt? Und damit wir verstehen, wo wir am Anfang die Dinge behandeln können. Wir werden es morgen dann hier demonstrieren, wieso die Gedanken und was ein Gedanke tun kann und was er letztendlich ist für die Zelle, sodass wir uns selbst verstehen können. Ich danke Ihnen für das heutige Dabeisein, für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Müller, für Ihre Ausführungen. Und ich möchte auch Sie, liebe Anwesende und Zuschauer, dazu einladen, morgen wieder um die gleiche Zeit mit dabei zu sein. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch um einen kleinen Spendenbeitrag bitten. Dieses Geld dient dazu, die Unkosten zu tragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.